Bei manchen Büchern fragt man sich doch ernsthaft, warum man sie nicht in der Schule gelesen hat oder wenigstens viel früher. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, bei manchen Büchern fragt man sich doch wirklich, warum hat man dieses Buch nicht vielleicht schon in der Schule gelesen oder nicht vielleicht schon viel eher gelesen. Ich bin ehrlich gesagt zu keiner schlüssigen Antwort gekommen. Vielleicht war auch das Bücherschicksal mit im Spiel und dieses hat entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für dieses Buch für mich ist und ich das meiste aus diesem Buch ziehen kann. Ja, ich werde wahrscheinlich diese Frage wahrscheinlich nie beantworten können. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass schon eine Vielzahl von Lesern dieses Buch gelesen hat, aber dadurch, dass es mir so wahnsinnig gut gefallen hat, möchte ich doch heute noch über dieses Buch sprechen. Und zwar rede ich von dem Vorleser von Bernhard Schlink aus dem Diogenes Verlag, welches 1995 das erste Mal erschienen ist und insgesamt 207 Seiten hat. In diesem Roman erzählt uns der Protagonist Michael Berg auf einem Spaziergang durch Berlin drei seiner, ich denke, für ihn sehr entscheidenden Lebensabschnitte, die im Wesentlichen direkt oder indirekt der Protagonistin Hannah Schmitz beeinflusst worden. Die Beziehung der beiden beginnt ja im Alter von 15 Jahren von Michael und die beiden lernen sich ein Stück weit auch lieben und haben eine Liebesbeziehung, aber vorrangig aber auch eine sexuelle Beziehung zueinander. Ja, die Beziehung ist geprägt von der Tatsache, dass Michael Hannah vorliest, Werke, die er selber gelesen hat, die er zusammen mit ihr entdeckt. Und er entdeckt nicht nur aufgrund des Vorlesens einfach seine Liebe zur Literatur und zu Gedichten. Ja, des Weiteren ist die Beziehung zwischen Hannah und Michael sehr distanziert, jedenfalls war es für mich so. Sie ist sehr dominant, also die Beziehung zu den beiden ist immer mit Dominanz geprägt, Dominanz von Seiten Hannah gegenüber Michael und von so ein Stück weit Abhängigkeit. Des Weiteren ist die Beziehung auch geprägt durch Geheimnisse. Zum einen das Geheimnis, dass Hannah eine sehr brisante Vergangenheit, und zwar ist sie Aufseherin in einem Konzentrationslager gewesen und das entdeckt Michael halt nach und nach. Es kommen auch noch weitere Geheimnisse ans Licht, die ich jetzt aber an der Stelle einfach nicht preisgeben möchte. Ja, das sollte soweit erstmal vom Inhalt gewesen sein. Also es werden im Endeffekt ja die Beziehung zwischen zwei Personen thematisiert, was Geheimnisse bewirken können bei einem Menschen, auch wenn es nicht seine eigenen Geheimnisse sind, und wie mit Umgang mit Tätern aus dem Nationalsozialismus umgegangen werden und wie diese Schuld aufgearbeitet wird. Ich hatte, bevor ich dieses Buch begonnen hatte, eigentlich keine direkte Vorstellung, was in dem Vorleser uns erzählt wird. Ich dachte eigentlich immer, dass ja uns hier eine Geschichte erzählt wird, vielleicht ein Stück weit so ähnlich wie das Parfüm, aber eben mit der Thematik des Vorlesens, dass er sein Gegenüber irgendwie immer in den Bann zieht aufgrund dieses Vorlesens. Dem ist ja, wie ich sehr überraschend feststellen musste, überhaupt nicht so. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass mit dem Thema Schuld, Umgang, Aufarbeitung des Themas des Nationalsozialismus behandelt wird und war schlichtweg begeistert, welche Gedankengänge hier einfach drin stecken, aber dieser Gedankengang nicht das Buch komplett dominiert hat. Es ist schon ein sehr großes Thema in dieses Buch, aber
in diesem Roman, aber dennoch so, dass auch noch andere Gedankengänge zu Wort kommen, sage ich mal. Was mir ebenfalls an diesem Buch gefallen hat, ist, dass die Kapitel sind sehr, sehr, ja, kurz, in der Regel so zwischen 1 bis 2 Seiten, auch mal mehr, aber in jedem Kapitel ging die Geschichte weiter, also die Lebensabschnitte wurden weiter erzählt, man kommt in der Zeit voran, aber dennoch hat jeder Abschnitt beziehungsweise jedes Kapitel ein Thema, was behandelt worden ist. Und dieses Thema war für mich auch immer abgeschlossen und man hatte für sich immer die Möglichkeit, nach einem Kapitel kurz innezuhalten, wenn es für einen möglich war. Sicherlich kann man auch immer auch innerhalb eines Kapitels zum Denken das Buch also zuschlagen und über das Gelesen nachdenken. Aber für mich war immer dieses Kapitelende, wenn etwas für mich sehr Bewegendes gerade erzählt wurde oder wirklich zum Nachdenken, sehr, sehr vorteilhaft war. So konnte ich für mich persönlich nach dem Kapitelende das Buch zuschlagen und über das Gelesene nachdenken, was ich sehr, sehr positiv finde. Ein Nachteil, beziehungsweise ein Vor- und ein Nachteil für diesen Buch fand ich, dass der Schreibstil des Autors, also von Bernhard Schlink, für mich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig war, vor allen Dingen, weil er sehr mit Wiederholungen gearbeitet hat, wo ich am Anfang schon echt dachte, ja, ich denke, ich habe es jetzt verstanden und ich brauche im dritten Satz nicht nochmal die Wiederholung, aber daran kann man sich, denke ich, gewöhnen, beziehungsweise auch überlesen. Zum Teil ist es aber auch ein schönes, ja, eine schöne Art, auch bestimmte Dinge nochmal aufmerksam zu machen und vielleicht auch nochmal darauf hinzuweisen, dass jetzt doch nochmal ein Punkt angesprochen wird, der dem Autor sehr, sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite war es auch so, dass manche Sätze so lang war, dass man das Gefühl hatte, dass sich der Autor über das, was er da geschrieben hat, sich also noch nicht fertig war mit Denken. Das heißt, er hat den Satz verwendet, um selber über diese Thematik, die er da behandelt, ja, zu Ende zu kommen, beziehungsweise den Gedanken zu Ende zu denken. Das hatte ich manchmal schon das Gefühl und dass er dann halt relativ oft überschlägt in seinen Sätzen. Aber dadurch, dass man ja dem Protagonisten quasi beim Spazierengehen folgt, also jedenfalls hatte für mich war es so, dass man das durch Berlin mit ihm geht ein Stück weit und dass man ja bei so einem Gespräch manchmal vielleicht doch sich bei manchen Gedanken einfach überschlägt, dass man ja manchen Gedanken vielleicht auch nicht zu Ende denkt in so einem Gespräch, war es für mich nicht ganz so tragisch. Aber es fällt schon auf und ein aufmerksamer Leser könnte das vielleicht sogar ein wenig stören. Ja, einen weiteren Kritikpunkt, den ich hatte zum Teil das Gefühl, oder für mich war der Protagonist Michael einfach, er hat sich zwar ein Stück weit entwickelt von seiner Jugendzeit bis in ein gewisses Alter, in dem Erwachsenenalter, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er ein Stück weit stehen geblieben ist. Also er hat sich schon weiterentwickelt, aber wo ich mir sage, vielleicht hätte er sich doch noch ein Stück noch mehr weiterentwickeln können, hätte sich vielleicht auch ein Stück weit ja, von Hannah lösen können. Ja, es gab ein paar Stellen, die fand ich sehr, sehr inspirierend. Eine Stelle war unter anderem, dass er über das Ende von Beziehungen nachgedacht hat, und zwar, warum man oftmals sagt, dass Beziehungen unglücklich waren, wenn sie auch unglücklich geendet haben. Diesen Gedankengang fand ich unheimlich, ja, interessant und hat mich auch wirklich eine Weile beschäftigt, weil oftmals hat man ja auch jetzt noch so Beziehungen, die halt einfach enden und man einfach sporadisch sagt, okay, die Beziehung war nichts, sie war unglücklich. Wo ich mir denke, naja, eigentlich auch nicht, weil nur weil sie unglücklich geendet hat, ist diese Beziehung auch nicht unglücklich gewesen. Das fand ich unheimlich interessant, den Gedankengang. Ja, ich möchte euch jetzt gerne noch zum Abschluss dieser Buchbesprechung ein paar Zeilen vorlesen.
Und ja, hier fragt er sich, wie mit der Aufarbeitung des Themas des Nationalsozialismus und wie seine Generation damit umgehen sollte. Zugleich fragte ich mich und habe ich mich schon damals zu fragen begonnen, was sollte und soll meine Generation der Nachlebenden eigentlich mit den Informationen über die Furchtbarkeiten der Vernichtung der Juden anfangen? Wir sollen nicht meinen, begreifen zu können, was unbegreiflich ist, dürfen nicht vergleichen, was unvergleichlich ist, dürfen nicht nachfragen, weil der Nachfragende die Furchtbarkeiten, auch wenn er sie nicht in Frage stellt, doch zum Gegenstand der Kommunikation macht und nicht als etwas nimmt, von dem er nur im Entsetzen, Scham und Schuld verstummen kann. Sollen wir nur im Entsetzen, Scham und Schuld verstummen? Zu welchem Ende? Nicht, dass sich der Aufarbeitungs- und Aufklärungseifer, mit dem ich am Seminar teilgenommen hatte, in der Verhandlung einfach verloren hätte. Aber dass einige wenige verurteilt und bestraft und dass wir, die nachfolgende Generation, in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen würden, das sollte es sein. Ja, genau, das soll nun gewesen sein. Allen, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, kann ich es nur ans Herz legen und dieses Buch eine Chance zu geben. Und ja, und allen anderen, die dieses Buch schon gelesen haben, würde mich interessieren, wie euch dieses Buch gefallen hat und würde mich über einen Kommentar sehr freuen. Auch diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, können natürlich gern einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.